denn das für Geräusche? Hilfe! Unglaublich! Ein Vogelschwarm, der so groß ist, dass er die Sonne verdeckt. Ist etwa immer noch Nacht? Das habe ich noch nie erlebt. Unfassbar, ich habe noch nie so viele Vögel gesehen. Unsere Sonne ist weg. Das ist ein schlechtes Omen. Ihr müsst keine Angst haben. Ist das ein Streich der bösen Geister? Und wenn die Sonne nun niemals wieder zurückkehrt? Ja. Hilfe! Los, kommt mit! Wir müssen hier schnell weg, los! Beruhigt euch, hört mir zu, es besteht kein Grund, jetzt die Zelte abzubrechen. Habt keine Angst, das sind doch nur Wandertauben. Aber der alles weiß, ist das nicht eine Bedrohung für den Stamm? Ich kenne dieses Phänomen. Der Vogelschwarm zieht hier nur vorbei. Wir müssen uns in Geduld üben. Und wie lange wird das noch dauern? Noch eine ganze Weile. Hä? Was? Aber wir können doch nicht ohne Sonne sein. Die Sonne wird bald wieder scheinen. Aber diese Vögel, wer weiß, wie lange sie noch bleiben. Was habt ihr denn vor? Wir wollen Vogelfallen auslegen. Mit diesen Schlingen können wir unsere Nahrungsvorräte auffrischen, damit der Stamm genug zu essen hat. Ist etwa schon morgen? Nein, doch nicht. Immerhin ist der Himmel jetzt endlich wieder klar. Du musst nicht so nervös sein, kleiner Donner. Ich weiß ja, die ganzen Vögel machen dich unruhig. Auch wenn es nicht lange dauern soll, ich find's komisch. Es könnte auch sein, dass die Vögel all die anderen Tiere im Wald stören. Und was ist mit mir? Oh, der schönste Augenblick des Tages. Oh, tut das gut. Herrlich. Da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Heute bringt mich nichts aus der Ruhe. Wer war das? Was für ein Leben! Ach, wie ist das wunderschön, wenn man... Aber tut euch keinen Zwang an. Er ist wirklich noch viel besser geworden. Ganz zauberhaft. Was ist denn das für ein Lärm? Seid jetzt endlich still und lasst den Kernbeißer singen. Klappe! Hey! Na sowas? Er hat keine Kraft mehr weiterzufliegen. Und in dem Zustand würde er auch nicht weit kommen. Nicht wegfliegen, kleiner Zugvogel. Mein Name ist Yakari. Ich werde dir schon nichts tun. Ruh dich ein bisschen aus. Danke, Yakari. Ja, es ist wahr, ich bin erschöpft. Wir sind jetzt nämlich schon seit vielen Tagen und Nächten unterwegs. Wo wollt ihr denn hin? Nun, wir ziehen von einem Gebiet zum anderen. Immer dorthin, wo es was zu fressen gibt. Immer nur fliegen. Dann seid ihr immer unterwegs? Ja. Ich kann verstehen, dass man da müde wird. So ist das Leben als Wandertaube. Danke, Yakari. Du hast mir gegeben, was ich am meisten brauchte. Eine Pause und etwas Gastfreundschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen Waldbewohner auch so gastfreundlich sind.
reicht. Wir haben genug. Allerdings. Wir können nicht mehr. Lasst mich mit Ihnen reden. Im Wald ist kein Platz für diese Vagabunden. Weg mit Ihnen, sag Hört ich. Hört bitte alle zu. Ja, Kari, was sagst du zu diesen Störenfrieden? Die Vögel sind keine Bedrohung für euch. Sie sind nur auf der Durchreise. Aber die haben mir meinen Teich weggenommen. Deinen Teich? Hier gibt es doch genug Gewässer für alle. Es ist unsere Pflicht, nett zu ihnen zu sein. An der Stelle der Vögel wärt ihr doch auch froh, wenn man euch freundlich aufnehmen würde. Aber sie machen schrecklichen Lärm. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, und sie stibitzen uns all unsere Nüsse und unsere Eicheln. Mutter Natur spendet doch genug Nahrung für alle. Sie sammeln nur Kräfte, um weiterziehen zu können. Ja, Kari hat recht, Leute. Hört auf ihn. Ja, da ist wohl was Wahres also ich dran. Ich bin dagegen, dass sie noch länger hier bleiben. Pass auf, ja, Kari! Was willst du hier, Kakaju? Also deine Freunde, diese Vögel, was ist denn, wenn die für immer hier bleiben wollen? Stimmt auch wieder. Da hat er recht. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Eines sag ich euch. Wenn ich auch nur einen von diesen nervigen Vögeln zu fassen kriege, dann verschlinge ich ihn mit Haut und mit Federn. Ja, ganz genau. Verdient hätten sie es. Mit Haut und Federn. Es braucht nur einer zu schimpfen. Und schon machen alle anderen mit. Der Kakaju war noch nie der hellste. Eine Wandertaube. Der Kakaju. Lass sie los, Kakaju. Du schon wieder. Ach, du Ratte mit Flügeln. Na. Oh. Ja, Kari, das wirst du bereuen. Das wirst du mir noch büßen. Danke, kleiner Donner. Noch ein Vogel, der in Gefahr ist? Hilfe! Oh nein, da hat jemand Fallen ausgelegt. Wer kann das nur gewesen sein? Das waren Männer aus unserem Stamm. Ich habe mitgekriegt, dass sie die Fallen auslegen wollten. Ich muss die Vögel befreien. Sei vorsichtig, Akari! Flatter doch nicht so rum! Ich will dich befreien! Jetzt wirst du bezahlen, Yakari, aber vorher gib's erstmal Mittagessen. Ich werde Hilfe holen. Hör sofort auf, Kakaju. Lass den Vogel in Ruhe. Ach ja, und wenn ich das nicht tue? Du hast mir überhaupt keine Befehle zu erteilen, hast du verstanden? Und jetzt runter hier. Komm her zum Kakaju, du kleines Flattertierchen. Yakari, ich habe Verstärkung mitgebracht. Die Biber. Du hattest recht, Yakari. Wir müssen diesen Vögeln helfen. Es kann uns schließlich auch passieren, dass wir mal Hilfe brauchen. Dieser Kakaju! Mein Schnabel ist viel härter als dein Dickkopf. Achtung, jetzt komm ich! Verflixter Vogel, dich verputze ich genauso wie die anderen. Danke, Flughörnchen! Na schön, hat dir die Lektion immer noch nicht gereicht. An die Arbeit, Lindenbaum, leg los! Mit Bäumen kenne ich mich aus. Los, Yakari, schneller! Ja! Danke, meine Freunde! Gut gemacht, Lindenbaum. Naja, ich bin eben ein Biber. Ja. Ja. Geht auf, Kakaju! Hey! Oh. Verflixte Vögel! Ich werde niemals wieder auch nur eine Tatze in diesen Wald setzen! Bravo, meine Freunde! Dem haben wir eine Lektion erteilt. Und jetzt werden wir alle Vogelfallen hier im Wald zerstören, Yakari. Dann braucht kein Vogel mehr Angst zu haben.
Du hattest recht, Yakari. Wir müssen den Vögeln helfen. An ihrer Stelle würde ich mich auch über ein Nest zum Ausruhen freuen. Und ich würde mich freuen, wenn man mir ein paar Nüsse anbietet. Oder ein paar Eicheln. Ich kenne da einen tollen Bärenbusch ganz in der Nähe. Den werde ich den Vögeln zeigen. Die Schwärme der Wandertaube sind groß. Das hat euch ein bisschen Angst gemacht, aber in Wirklichkeit tun sie keinem was. Wenn wir sie zu ausgiebig jagen, dann werden sie irgendwann von der Erde verschwinden. Unsere Fallen waren nutzlos. Kein Jäger könnte jemals so viele Vögel auf einmal erlegen. Wer weiß, was der Mensch noch alles erfinden wird, um Tiere in großer Zahl zu erbeuten. Licht? Ist es jetzt endlich Morgen geworden? Schlaf ruhig weiter, Fettauge. Die Sonne geht gleich unter. Ach so, na dann.